Hallo zusammen. Sprechen wir heute mal über den Eichenseelenring. Um den Eichenseelenring zu bekommen, benötigt ihr 5 Spuren. Das sind einmal die raffinierten Einlegerarbeiten, der Steinösenrahmen, die Larimar-Edelsteine, Heiliges Harz und der versteinerte Eichenring. Wo ihr die Spuren dafür bekommt, erfahrt ihr im Verlauf des Videos. Die Spur der raffinierten Einlegerarbeiten droppt von Vulkanschlot-Events auf Hochinsel und Abendhaus. Gute Arbeit, doch es bleiben Fragen. Ich werde zu meinem Orden zurückkehren und von allem berichten, was geschehen ist. Bis zum nächsten Mal. Die Spur Steinösenrahmen droppt vom Metallvorkommen in Glen Umbra. Die Spur Larimar-Edelsteine droppt vom Weltboss Titanscharve in Sturmhafen am Schlammkrabbenstrand. Heiliges Harz droppt in Malabaltor von zufälligen Gegnern. Und zu guter Letzt die Spur versteinerter Eichenring droppt in Trüchmoor, wenn ihr Wertkassetten knackt. Bei manchen Leuten würde ich wegschauen, aber bei euch nicht. Ich schätze, das muss ich wohl der Wache sagen. Ich hoffe, das Ganze war hilfreich für euch. Viel Glück beim Sammeln der Spuren. Viel Spaß im Spiel. Wenn euch das Ganze geholfen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.